Was macht man, wenn man jetzt einen Trap-Flow machen will und als technisch begabter Rapper sich jetzt so einen Trap-Beat hat und sagt, ich muss jetzt ASAP-Trap erfinden? Es gibt ja Rapper wie jetzt zum Beispiel Tupac, der hat grundlegend eigentlich immer einen Flow. Ich bin nicht der, der so ein Schema hat und das auf jeden Beat irgendwie immer drüber legt und drüber biegt, sondern ich passe mich dem Instrumental an, weil ich ja auch ein Instrument bin, so sehe ich das, weißt du? Herzlich willkommen bei HipHop.de, ich habe AZAD, den Boss, zu Gast. Sehr schön, dass du hier bist. Freue mich. Freut mich auf jeden Fall, korrekt. Nach halbem Jahr Pause, erst Manuelsen und jetzt ASAD, läuft auf jeden Fall. Ist mir eine Ehre. Macht Spaß, ist mir eine Ehre. Next Level kommt raus am 21. Juli. Genau. Gar nicht mehr lange hin. Promophase fängt aber gerade erst an, oder? Wie ist Promophase diesmal im Vergleich zu dem letzten Album, zu Leben 2? Kürzer und knackiger. Ja, und entspannter für dich. Oder Leben 2 muss doch totes Stress gewesen sein. Ja, aus vielen anderen Gründen war Leben viel größerer Stress für mich. Jetzt bin ich sehr befreit und mache einfach so, wie ich Spaß habe. Da war natürlich ein großer emotionaler Druck, nach so einer langen Abstinenz wiederzukommen und wie man wieder empfangen wird und wie das sich alles anfühlt, ob ich noch akzeptiert bin etc. pp. War da ein viel größerer emotionaler Druck. So. Ja, zumal du das Ding halt dann auch noch als Fortsetzung von Leben gemacht genau, hast. Genau, das Klassiker. War natürlich der Kopfweg überhaupt so, wo ich mir auch danach gedacht und dann habe, noch die Leute was so hast du dir waren? Da eingebrockt? Ja, so. Mann, also mehr Stress kann man sich auf jeden Fall nicht machen. An welchem Punkt war dann der Stress vorbei? So als raus war, dachtest du dir, Hauptsache veröffentlicht, mir ist alles egal? Oder so ein paar Wochen später, als du die ganze Nee, also ich habe, ja genau, wie nie zuvor habe ich die Resonanzen aufgesogen und war sehr so neugierig, wie es ankommt. So. Mhm. Und als das dann durchweg positiv war, ist natürlich eine große Last von mir abgefallen. So. Und jetzt, voll zufrieden damit, wie du es gemacht hast? Man hätte das Album ja auf alle möglichen Arten angehen können. Ja, absolut. Absolut zufrieden, muss ich echt sagen. Also es gab natürlich hier und da die eine oder andere nicht so laute Kritikstimme, die gesagt hat, ja, aber und so, aber ich habe genau das, was ich machen wollte und wie ich mir das vorgestellt habe, also minutiös und bis ins letzte Detail so umgesetzt, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist ja schon mal was. Dann wäre die nächste Frage, wie macht man danach weiter, wenn man jetzt so ein krasses Ding gemacht hat? Ja, was kann man danach machen? Dann hast du dich jetzt entschieden, dass du jetzt einfach mal was ganz anderes machst. Nachdem du letztes Mal so in die Vergangenheit geguckt hast und gesagt hast, ich mache mein Klassikeralbum, im zweiten Teil davon, hast du dieses Mal gesagt, ASAD macht jetzt Trap. Ich bin jetzt frei. Also ich habe es ist wirklich so, dass ich meine Schuld getan habe, dieses Versprechen einzuhalten, was ich vor dieser ungeplanten langen Pause gemacht hatte. Und dann irgendwie, es ist wirklich durch Zufall so entstanden, dass ich halt irgendwann gesagt habe, okay, mein nächstes Album wird Leben 2. Und dann war dann so, dass die Fans dann halt alle so, okay, jetzt kommt Leben 2. Dann kamen viele Ereignisse, die dazu geführt haben, dass ich sehr lange eine Pause eingelegt habe. Und als ich dann gesagt habe, okay, jetzt kann ich endlich wieder mal Musik machen, war halt noch dieses Versprechen im Raum. Und ich dachte, okay, gut, das musst du jetzt erstmal erfüllen. Und jetzt, nachdem das getan ist und ich dieses Versprechen erfüllt habe, konnte ich jetzt einfach frei wieder Musik machen und das machen, worauf ich Lust habe, ohne jetzt irgendeiner Ansage oder einem Versprechen gerecht werden zu müssen. Das wollte ich dich später auch noch fragen, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter auch über die ganze Trap-Diskussion und so weiter sprechen, wie stark du so zwischendurch das Gefühl hast, dass du voll der Gefangene von deiner Geschichte bist. Weißt du, weil ich merke das immer, du hast krasse Fans so, ne? Die haben auch, die sind nie weggegangen in all den Jahren, wo du kein Album rausgebracht hast und so weiter. Mhm. Und du hast halt Fans, die sagen nicht nur, yo, den habe ich früher voll gefeiert. Ich erinnere mich noch, wie wir am See eine gute Party hatten und Cola-Bier getrunken haben und haben die Musik gehört, sondern denen bedeutet die Musik voll viel. Das ist so ein Heiligtum für die, das ist so ein Teil von deren Leben. So. Und dadurch haben die aber ja auch gewisse Ansprüche an dich und so weiter, ne? Die sind schnell hart enttäuscht oder hardcore wütend, wenn du was machst, was nicht in das, weißt du, weil das ist dann fast so wie Blasphemie-mäßig, wenn die deine Musik so, weißt du, das liegt halt daran, was für Musik du machst. Kann ich mir auch vorstellen, dass das voll die Belastung ist, wenn man dann so im Studio steht, sich so denkt, ich hätte erst Bock, das und das zu machen, und sich dann denkt, Alter, aber ich muss meine Maske aufsetzen, mich anders nennen, damit ich das Das war nie der Fall, ehrlich gesagt. Ich habe immer
immer das gemacht, worauf ich Bock habe. So. Und es war ja auch oft so, also wenn ich jetzt an den Anfang meiner Karriere zurückdenke, dass ich schon immer Türen einrennen musste und nicht irgendwie so alles selbstverständlich war. Also gerade jetzt auch mit diesem Hardcore und mit diesem Street-Rap, den ich ja wirklich sehr stur weitergemacht habe, obwohl es ja wirklich nicht einfach war, den zu etablieren. Du hast den durchgesetzt in Deutschland. Ja, sozusagen. Es haben andere Leute auch sowas, gerade in Frankfurt auch schon irgendwo gemacht, ne? Aber oder also was weiß ich, denke ich, konkret Finn oder so, ja, gab es schon auch so, du warst nicht der allererste vielleicht, der hart gerappt hat, aber du warst der es durchgesetzt hat, der da plötzlich mit so Pitbull-Videos im Fernsehen lief. Weil ich einfach Bock drauf hatte, weil das ist, was ich fühle und weil ich einfach Bock drauf hatte. Und es war wirklich, jetzt ist es ja eine Selbstverständlichkeit, Hood-Musik, Straßenrap und all sowas zu machen, aber zu der Zeit, als ich angefangen habe, war das ja so, okay, es gab nur sehr kommerziellen und Mainstream-artigen Rap, so, ich sag mal jetzt so spontane Namen, die mir einfallen, wie Deichkind und Fettes Brot und all sowas, die waren sehr erfolgreich und ich habe dann einfach meinen Film gemacht und das war einfach mein Ding und es wurde nicht so leicht akzeptiert. Ich musste das wirklich, so wie du gerade sagst, durchboxen, bis dann irgendwann Jahre später das einfach eine Selbstverständlichkeit war. Und mit dieser Selbstverständlichkeit mache ich jetzt auch weiter die Mucke, auf die ich Bock habe, und jetzt habe ich Bock, Trap zu machen. Und es ist klar, dass das auch wieder jetzt erstmal eine Tür ist, die ich einrennen muss, weil ich jetzt für das stehe, was ich all die Jahre gemacht habe und jetzt was komplett anderes mache und das für viele erstmal nicht so leicht verdaulich ist, aber die Freiheit habe ich mir immer genommen und die werde ich mir auch immer nehmen, die Musik zu machen, auf die ich Bock habe. Ich habe mich auch gefragt, ob du dich vielleicht auch ganz gut eigentlich locker machen kannst, weil also das mag auch daran liegen, dass du jetzt halt Trap gemacht hast, aber ich finde, das Album ist vielleicht, man würde bei einem anderen Album vielleicht immer noch sagen, ja, es ist aggressiv oder es ist düster oder sonst was, weil das ist ja auch immer noch der gleiche Azad da drauf zu hören. Aber im Vergleich zu anderen Azad-Alben ist es ja schon teilweise fast positiv. Du hast auch zum Beispiel Die Sonne scheint auf mich da drauf, so, wo du da drüber rappst, dass es dir halt gut geht im Moment und dass der Hustle endlich vorbei ist und so. Ist das so ein Song, den man macht, der eine Momentaufnahme von einem Tag ist? Oder ist das einfach, wie du dich jetzt fühlst in den letzten, sagen wir mal, seitdem Leben 2 rausgekommen ist und so? Generell ist Musik bei mir meistens eine Momentaufnahme. Also das Gefühl, was ich in mir trage, spiegelt sich immer irgendwo wieder in der Musik. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie down und abgefuckt bin, wirst du natürlich von mir keine Happy-Musik hören und umgekehrt genauso. Aber tatsächlich war es jetzt bei Next Level so, dass ich einfach gar keinen Bock auf Melancholie hatte. Ich hatte gar keinen Bock auf Schmerz auszudrücken, weil ich einfach im Moment sehr glücklich bin. So. Und dann habe ich diesen Song auch, Die Sonne scheint auf mich gemacht, weil es so ist, dass ich einfach dieses ganze positive Gefühl, was ich habe und die ganze Positivität, die um mich herum ist, einfach ausdrücken wollte. Und es war voll das schöne Gefühl, nach 18.000 gefühlten Songs, wo ich über meinen Schmerz rappe, darüber zu rappen, wie es mir gut geht. So, weißt du? Es ist ja auch so, wenn du so bekannt wirst und berühmt wirst und gefeiert wirst für melancholische und für düstere Sachen, das ist auch wieder so eine gefängnismäßige Sache. Ja. Das ist ja auch bei anderen Leuten so. Jetzt gerade eben gestern hat man erfahren, dass leider Prodigy gestorben ist von Mobb Deep, legendärer Rapper. Und Mobb Deep kennt man natürlich auch für diese super roughen, super düsteren, sonst was Sachen. Gerade bei denen weiß ich noch, habe ich mich das früher auch schon immer so gefragt, okay, wenn du dann lange im Game bist und du entwickelst dich weiter, irgendwann, du, die sind vielleicht raus aus der Hood und die sind happy. Mhm. Ja, die haben einen Hund, die haben zwei Kinder, die haben ein Auto, die wohnen in der Vorstadt, denen geht's gut, denen scheint die Sonne aus dem Arsch. Und dann gehen die ins Studio und alle Leute erwarten aber von denen, dass die davon erzählen, wie die über so einen Flur laufen, wo die Kakerlaken von links nach rechts rennen, mit einer Knarre in der Hand, um Drogendealer abzuziehen. Was vielleicht gar nicht der Film ist, wo du drauf bist, weil, weißt du, dann kannst du das nur noch schauspielern und halt einfach den alten Film weiter, dein altes Leben immer weiter vertonen, oder du musst halt switchen auf das, was du heute machst, wo dir dann vielleicht deine Fans sagen, du verrätst dich selber. Wie kannst du plötzlich so gute Laune Musik machen, so, weißt ja, du? Das Problem ist generell bei Musik, dass du halt irgendwie schnell, und ich glaube besonders habe ich das Gefühl, aber da kann ich mich irren, hier in Deutschland auch eine Schublade benötigt wird für dich so. Für das, was du machst, für das, was du bist, für das, wie du aussiehst, braucht man sofort einen Vergleich, okay, um in irgendeine Schublade rein zu passen, so, weißt du? Aber ich war schon immer der Gebenfick-Typ, so. Ich mache das, worauf ich Bock habe, und das ist für mich auch
Boss-Modus. Boss-Modus heißt zu machen, was man will, so, weißt du? Ich laufe nicht, ich bin niemals der Sklave von irgendwem oder irgendwas, so. Die Freiheit nehme ich mir immer heraus zu tun, worauf ich Lust habe, so. Und gerade bei einer Sache, je wichtiger mir die Sache ist, desto mehr nehme ich mir diese Freiheit heraus. Und Musik ist einfach eine Herzensangelegenheit. Ich liebe das, es ist auch mein Beruf, es ist auch Geschäft, aber ich kann es nicht anders machen, als so, wie ich es fühle. So. Ich kann, also auch als Mensch fällt es mir schwer, etwas anderes darzustellen, als das, was ich bin. Oder mich für irgendwas oder irgendwen zu verbiegen, liegt fast nicht in meiner Macht. So, weißt du? Ja, im Endeffekt, wenn irgendjemand auf der ersten Reaktion sich dann so denkt, oh, der hat gute Laune, das ist jetzt nicht mehr real. Im Endeffekt, genau, das ist ja real. Vorher genau, warst, das vorher ist warst ja du das, was ich auch immer gepredigt habe. Ernsthaft, ja, ja. Gut drauf. Genau. Und real heißt nicht, harte Musik zu machen. Real heißt, ehrlich zu sein. So, weißt du? Wobei man dazu sagen muss, damit die Leute jetzt nicht den Eindruck haben, da ist die ganze Zeit nur Party am Strand oder so. Da gibt es auch Songs wie Zahltag, wo Azad schlechte Laune hat, durch Deutschland fährt und Menschen in den Kopf schießt aus Rachegedanken. Ja, das Album ist auf jeden Fall alles andere als soft, kann man schon mal so sagen. Ja. Ist so. Was es das aber angeht, dass es dir gut geht, was ja sehr schön ist und auch jeden Fan freuen wird, finanziell scheint es ja dann auch zu laufen. Ne? Du hast mit dem weltbekannten Bruce Lee, der hat einen Skit drauf am Ende, diesen Yes, wo es um die Kohle geht, die reinkommt. Mhm. Du hast Heisenberg, habe ich dir gerade schon gesagt, einer von meinen Lieblingssongs, glaube ich, obwohl der voll aus der Reihe fällt, wo du so ein bisschen mit der Metapher Heisenberg so erklärst, warum du eigentlich so geldgeil bist wie auf Yes, dass du halt die ganze, dass es dir halt um Familie geht dabei. Es geht halt darum, genau, Familie, das ist die Metapher so. Gib Fick auf alles, ich mache jetzt Money für die Family, Heisenberg. Und das läuft gerade seit Leben 2 und das trägt dazu bei, dass du ein glücklicher Mann bist jetzt. Oder natürlich trägt es auch dazu bei, also Geldnot trägt natürlich nie dazu bei, dass du entspannt bist und problemfrei bist, so, weißt du? Und das gehört natürlich dazu und als Familienvater und Mann gehört es auch dazu, Geld zu verdienen, um diese Probleme nicht entstehen zu lassen und auch die Familie betroffen werden zu lassen, so von diesen Problemen, so weißt du. Ja, es belastet einen natürlich noch mehr, also es belastet einen ja eh schon, wenn man mit sich selbst nicht zufrieden ist, wenn man für sich selbst nicht das ranholen kann, was man gerade ranholen will, wenn es irgendwie scheiße läuft im Leben, was garantiert jeder mal erlebt hat, so, weißt du, aus welchen Gründen auch immer das dann ist. Aber wenn man für andere verantwortlich... Hast du C was? Ich will nicht wie manuell sein. Wir können auch mal den Ventilator zwischendurch anmachen. Das wurde auch, wir haben Erlaubnis gekriegt beim letzten Mal, nachdem wir das dreimal thematisiert haben. Die Leute haben schon Kommentare geschrieben. Ich soll doch nicht so ein unfreundlicher Deutscher hier sein und den Gästen nicht mal Ventilator gönnen. Es gibt Ventilator jetzt und Macht. Habt ihr jetzt im Ohr. Was wollte ich sagen? Sag ich einfach was anderes. Letztes Interview, als ich zu Leben 2 Interviews gemacht haben, da hast du auch schon angesprochen, dass dir Produzenten Trap Beats gegeben haben und so und dass dir dachte, das passt jetzt nicht Leben 2, aber da mache ich ein anderes Projekt mit. Das ist dann Next Level geworden. Ganz genau, ganz genau. Jetzt frage ich mich, hast du damals schon damit angefangen und sind die Beats, die du damals so gefeiert hast, wirklich auf dem Album oder kamen da noch 100 Beats danach? Der oder? Song Zahltag, den du zum Beispiel angesprochen hast, der ist schon in der Recording-Phase von Leben und Damager und so, das habe ich alles schon in der Zeit geschrieben und ist jetzt auch Next Level gelandet. So. Damage, Bonus-Track. Zahltag genau. Auch Bonus-Track? Zahltag ist auch auf der Bonus. Warum sind die Bonus-Tracks? Fallen die deiner Meinung nach raus? Es war extrem, also zwei Dinge waren super schwer bei dem Album, war A, die Single-Auswahl, weil wirklich jeder Song für mich ein Brett geworden ist. Es war sehr, sehr schwer, die Singles auszusuchen und es war sehr, sehr schwer zu sagen, was nehme ich fürs Album und was kommt auf die Bonus-EP. Und irgendwann habe ich halt gesagt, okay, so ist es jetzt. Das nehme ich als Single und das kommt auf die Bonus-EP. Also woran man auch auf jeden Fall schon erkennen kann, dass der Bonus-Stuff keine B-Ware ist. So. Das ist absolut... Ist nicht. Ich habe ja schon gesagt, Zahltag, und da habe ich auch überlegt, ob das... Ich weiß nicht, was mein Lieblingssong ist, Alter. Zwischendurch kommen welche, die feiere ich, wie zum Beispiel deine Auskopplung, wie Zahltag, wie bla, Heisenberg, keine Ahnung. Aber Damage, ja, wer schreit denn da rum eigentlich? Wie meinst du das? In der Hook? Damage, ja, ist doch, genau. Wer ist das? Old Dirty Bastard. Das Englische meinst du? I grab the mic and I will damage you. Nee, nee, nee. Achso, der Rest ist alles von mir. Der Rest ist alles du. Ja, genau. Ja, ja, das war diesmal bei dem Album auch lustig, dass sich viele gefragt haben, ja, wer singt denn da oder wer macht denn das da? Und ja, das bin ich so, wie, das
Ja, da habe ich mich gefragt. Okay. Ich habe mich schon gefragt, ob du Tony Damager als Feature-Gast dazu geholt hast, weil der Song schon so heißt. Okay, ja, also die Beats sind teilweise draufgekommen. Wer hat dich. Wie ist Azad jetzt auf den Trap-Film gekommen? Vielleicht können die Leute es dann nachvollziehen. Oder machen wir nochmal anders. Die Leute fragen sich bestimmt, wenn das nicht schon in Was los, was vorher rauskommt, beantwortet wurde, ist das ganze Album jetzt Trap oder ist es das nicht? Savasch hast du ja offensichtlich aber schon mal nicht zu Trap gekriegt. Nee, der das habe ich tatsächlich nicht geschafft, ohne Spaß. Ja, aber ich du hast versucht. Ich wollte, aber es hat nicht geklappt. Nee. Und dann haben wir Endgegner gemacht. So. Und dann habe ich gesagt, komm, es wird bestimmt auch ein paar Fans geben, die keinen Bock auf Trap haben. Für die mache ich ein, zwei Sachen, die ein bisschen in die normale Richtung gehen. Aber ich wollte ein absolutes Trap-Album machen und auch kein Kompromissding. Und ich wollte auch nicht auf diesem Verarscher-Modus jetzt, okay, ich führe die Fans jetzt langsam dahin, dass ich dann irgendwann Trap machen will und hoffentlich akzeptieren die das, sondern nein, ich habe das Album gemacht, auf das ich Bock hatte und ich hatte absolut Bock, Trap zu machen. Und es ist auch nicht wirklich so, dass ich sage, ach komm, ich probiere jetzt mal und mach das aus Jux. Also das Album danach wird auch ein Trap-Album und das danach auch. Also ich werde jetzt Trap machen, weil es das ist, was ich feiere und nicht so eine Laune ist, wo ich sage, komm, ich mach das mal aus Jux. So. Das ist das, worauf ich Bock habe und ich habe im Moment echt einfach keinen Bock auf Boom Bap. So. Muss ich ganz ehrlich zugestehen. Viele Fans wird es bestimmt traurig machen, aber ich will keinem irgendwas vormachen. Und ja, die haben im Zweifel ja auch noch ein paar alte Alben im Regal, die man immer noch hören kann. Also ich habe ja 11 andere Alben, wie du sagst, worauf zurückgegriffen werden kann. Ob ich irgendwann mal wieder Bock habe, Boom Bap zu machen, kann ich nicht sagen. Aber ich kann sagen, dass ich im Moment keinen Bock drauf habe. Okay, krass. Ja, was jetzt aber, ja, Trap, Alter. So, Sammelbegriff ja irgendwie auch für zeitgenössische Rapmusik und so weiter. Und das kann ja auch verschieden klingen. Und ich finde, ich weiß nicht, vielleicht ist alles Trap. Ich weiß doch nicht, weil keine Ahnung, Heisenberg zum Beispiel ist auch irgendwie wieder ein ganz anderer Film und so. Das hat nicht alles auch eine Autotune-Hook. Das ist ja auch so voll das prägnante Ding. Ja, gut, Trap ist ja nicht immer nur Autotune. Nö, voll nicht. Nö, es kommt ja auch auf die Beats an und auf die Drums, die drin sind. Auf die Drums, auf die Flows, auf das Tempo. Was die Flows auch angeht. Du hast sehr viele verschiedene Flows auf dem Album. Von dem, was man bisher noch gehört hat, jetzt gerade Stand heute, sind zwei Songs raus. Zwei, der Trailer mit Savasch 3. Okay. Ja, beispielsweise gab es dann die ganzen Sachen von wegen, ja, da klingt er wie Flair und so weiter. Der Flow findet sich aber auch, hast du da ein bisschen mit Roos bestimmt schon was losdiskutiert, wenn das Video rauskommt. Auf jeden Fall, glaube ich, der Flow zum Beispiel findet sich woanders nicht nochmal. Du flowst immer wieder auch verschieden auf den Dingern. Ich finde auf jeden Fall, es klingt alles auch die ganze Zeit nach Azad. Also es gibt diese Stimmensachen und so, was du auch, ne, mit dem Rumschreien und so, ist so. Auch bei dem Song ist das sogar auch so, dass ich verstehe, dass die Leute das befremdlich finden. Ziemlich oft ist es aber auch voll Classic Azad, finde ich. Also ich glaube nicht, dass die Leute da enttäuscht werden. Ich finde, du hast diese Mischung aus, wie kriegt man eigentlich den boom-bappenden, düsteren Azad zusammen mit aktuellem Trap, hast du sehr gut hingekriegt. Dankeschön, das finde ich auch. War das schwer? Es ist also auch jeder, der das gehört hat, was für mich natürlich auch sehr spannend jetzt ist, ne? Die Resonanzen nach diesem Wechsel und so vielen neuen Sachen, die ich jetzt mache, war ich sehr gespannt, was sagen die Leute so. Mhm. Und es war einheitlich so, dass alle gesagt haben, okay, das klingt auf jeden Fall 100% nach Azad und nicht, als würde ich mich jetzt... Es hätte auch total lächerlich werden können, so, wenn jemand den man 100 Jahre für einen Sound kennt und dann versucht er plötzlich den zeitgemäßen Sound zu machen und so, weißt du? Was weiß ich, Alter, denn so argumentieren ja die Leute teilweise, wenn die dann einfach nur hören, so Trap, dann sagen die so, ah, der ist so, du machst jetzt den gleichen Sound wie so ein 19-Jähriger und das passt nicht zu dir oder so, aber ich finde das dabei gar nicht, weil du machst es richtig und du machst es gut und das du bleibst immer noch Azad und das ist nicht plötzlich so, als würde... Was weiß ich, Alter, Jay-Z den Laffy Taffy tanzen, Alter, so, weißt du? Das ist hat auch wirklich so. Jeder gesagt, jeder, dem ich das Album vorgespielt habe, wirklich ausnahmslos, war begeistert. Einige haben auch gesagt, du hättest damit zurückkommen sollen, statt mit Leben 2. Und alle haben auch gesagt, es klingt nicht so, als würde ich mich irgendeiner Sache anbiedern. So, man merkt, dass ich das 100% fühle und dass ich das bin, der das macht, so. Mhm. Du hast auch schon, ich glaube auch, du hast damals schon in einem Interview gesagt, wo du mir auch gesagt hattest im Interview, dass du vielleicht was mit Trap machst und so, dass du nicht
Standard-Trap-Flow 0815, wie jeder macht, machen willst. Das ist ja auch oft ein Kritikpunkt. Trap klingt immer alles gleich so, sondern dass du das anders und so machen willst. Wie bist du das denn genau angegangen und wie machst du überhaupt dann einen Trap-Flow? Es gibt den Klassiker, wie Flair hat Deutschland Trap erklärt mit, du lässt die Eins frei zum Beispiel. Raps nicht auf den ersten Schlag. Oder was macht man, wenn man jetzt einen Trap-Flow machen will und als technisch begabter Rapper sich jetzt so einen Trap-Beat hat und sagt, ich muss jetzt Azad-Trap erfinden? So bin ich nicht an die Sache gegangen. Generell bin ich ja, es gibt ja Rapper wie jetzt zum Beispiel, das erste beste Beispiel ist Tupac. Der hat grundlegend eigentlich immer einen Flow. Stimmt. Und ich bin der Typ, der für jeden Beat versucht, einen neuen Flow maßzuschneidern. So, weißt du? Und dementsprechend ist das eh sowieso meine generelle Formel. So. Ich höre den Beat und dann mache ich mir erstmal Gedanken über den Flow. Wie setze ich die Rhythmus, die Rhythmik, komme ich nach der Eins ein oder nicht, das höre ich einfach in meinem inneren Ohr. Und wenn ich den Flow, so sage ich mal, gesetzt habe, dann fange ich an zu schreiben. So. Und dementsprechend sehe ich mich und meine Stimme auch als Instrument, die sich immer variiert. So. Ich bin nicht der so, sage ich mal, starr ein Schema hat und das auf jeden Beat irgendwie immer drüber legt und drüber biegt, sondern ich passe mich dem Instrumental an, weil ich ja auch ein Instrument bin, so sehe ich das, weißt du? Und der Beat gibt mir das dann einfach vor und ich finde dann irgendwas, wo ich denke, dass das am besten matcht und passt. So. Also das war jetzt nicht so der Riesenunterschied, dass das jetzt Trap-Beats sind anstatt Boom-Bap-Beats? Vom Flow finden und so, das, weil du doch, es sind ja auch ganz, Flows, ganz neue Flows, so, ja. Ne? Auch mit Pausen, wo ich ja auch schon auf dem Boom-Bap-Style sehr viel mitgearbeitet habe, weil ich Pausen als ein sehr starkes Element empfinde. So, mhm. Ne? Früher war die Zeit, wo man alles zugeflext hat und zugeklebt hat, dass keine Lücke mehr da ist, und das habe ich irgendwann, bin ich durchgangen und irgendwann war das dann so, okay, habe ich jetzt, ich brauche was Neues, und die nächste Herausforderung waren dann irgendwann Pausen, so, wo ich auch in alten Interviews schon mal erklärt habe, dass meiner Meinung nach gekonnt Pausen zu setzen für mich höhere Kunst ist, als alles einfach zuzukleben, so, weißt du? Und dadurch, dass ich diesen Pausen-Style, nenne ich mal, schon für mich durchlebt und perfektioniert habe, hatte ich da auch keine Probleme und es war für mich erfrischend, neue Rhythmen und neue Flows und neue Sachen, auch die mit Pausen manchmal zusammenhängen, anzuwenden. So, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte, kann ich so zum Beispiel sagen, in meiner jetzt 12-Alben-Karriere bei keinem Album so viel Spaß beim Recording wie bei Next Level. So, ich habe teilweise einfach rumgetanzt in der Kabine, gefeiert des Grauens, hat also sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und daher weiß ich einfach, dass ich das jetzt nicht loslassen will. Ich will an diesem Spaß anknüpfen und bin schon sehr hungrig, ans nächste Album zu gehen und weiterzumachen. Die Mucke macht ja auch Bock. Also ich meine, es ist sowieso, man kann sich ja vorstellen, dass es mehr Spaß macht, in die Kabine zu gehen und so ein Song, der nach vorne geht und Action ist und vielleicht auch irgendwie positive Gefühle in dir auslöst und so, einzurappen als ein komplettes Album, was super düster ist. Weißt du, was so Selbstmordstimmung ist? Ja auch. Also düster Next ist Level es auch. Ist sehr düster. Ja, aber ich habe auch gesagt, es ist auch immer noch aggressiv. Aber anders ist düster. Genau, es ist höchstens für Azad-Verhältnisse vielleicht nicht so melancholisch, dass du zum es Beispiel ist nicht gesagt, melancholisch. Die andere. Also, so was Trap generell angeht, ne? Was mir da auch in den letzten Jahren, was ich immer krass fand, ist, dass so relativ oft, ob in Deutschland oder anderen Ländern, kamen auch so Hits auch von Leuten, die man vielleicht vorher noch gar nicht kannte und so. Ne? Das ist bei Rap ja normalerweise nicht so. Mag es auch geben, in Amiland vielleicht noch mehr als in Deutschland, Frankreich, weiß ich nicht genau und so. Aber ich finde, bei Trap gibt es das so. Dass immer wieder kommt irgendeiner, von dem hast du nie was gehört, das ist aber ein Hit, Alter. Genau. So Panda-mäßig zum Beispiel. So. Zum Beispiel. Wer war der Typ? Keine Ahnung. Woher kommt er? Keine Ahnung. Genau, der Produzent glaube ich genauso wenig. Ja. So, der, weiß ich nicht, ich habe gestern die Story gelesen. Ich weiß auch nichts über den, ich kenne nur den einen so. Ich glaube auch, gestern habe ich so einen Artikel gelesen, dass No ID hat da irgendwie sich gerechtfertigt, warum er da Credits kriegt oder so, weil die hatten irgendwie die Spuren nicht mehr und er musste dann was nachbauen und so. Das klang schon alles so wie, da haben Jungs so einfach irgendwas gemacht und plötzlich wurde das ein Hit und weißt du dann, okay, wir mastern das jetzt, wie, ich habe die Spuren nicht mehr, Digga. Weißt du, so nicht gerade Profi-Level und so. Was meinst du, woher das kommt? Von den Melodien? Weil man halt Autotune-Hooks hat und so, weil es vielleicht leichter ist, eine Melodie zu finden, die der Todesohrwurm ist, als es vielleicht ist, eine absolut super krasse Rap-Technik absolut zu haben, die einfach 5 Jahre Arbeit braucht? Absolut, ja. Ich sag mal so, Melodie ist natürlich ein Tool,
womit du viel mehr Menschen erreichen kannst. Also das, du kannst ja schwer mit einem Rap-Part einen Ohrwurm erzeugen, so, weißt du? Und mit Melodie hast du natürlich gleich viel mehr Emotionen, die du transportieren kannst und viel mehr Menschen, die du erreichen kannst. Dadurch ist schon mal, denke ich, ein Faktor. Und natürlich die Beats bei Trap sind auch viel tanzbarer, obwohl sie zum Beispiel hart sind, ist es clubtauglicher oder einfach feierbarer. So, weißt du, ich glaube, das sind zwei Komponenten, die da eine Rolle spielen, dass du da eher auch so einen Hit machen kannst, der aber nicht mehr der Hit ist von früher. Da habe ich auch letztens mit einem Freund drüber geredet. Dieses Hit-Schema von früher ist heute gar nicht mehr angebracht. Also wenn du jetzt irgendeinen Sänger nimmst und irgendwie einen poppigen Beat machst, ist das einfach ein Flop-Modus. So. Machst du aber irgendwas Krankes, Verrücktes, Kaputtes. Das ist auch eine geile Sache daran, weil so teilweise war ja vielleicht auch ein bisschen so dieser Kontrast krass in Rap. Du hattest einerseits den harten Rap für die Rap-Szene oder so und dann hat man halt zwischendurch auch was fürs Radio und für Mainstream, damit man da auch was erreicht gemacht. Ne? Der eine Rapper da mehr so und das hat auch irgendwie Konflikte gegeben. Ja, weil das so, dann war dann halt der Beat ein bisschen softer und dann war der Sänger mit dabei und so weiter und so fort. Vielleicht ist das in Zukunft oder ist im Moment halt wirklich gar nicht mehr nötig. Ist es absolut. Weil nicht. Du halt eben stattdessen absolut die Trap-Sachen hast, genau. Und die werden in Deutschland ja irgendwie auch von voll vielen gehatet. Ich finde das super. Ich sag ehrlich, ich verstehe das absolut. Weil ich selber habe Trap auch gehatet. Ich hab's wirklich, es war so für mich richtig so abstoßend sogar. Was für Sachen waren das so der Zeit, wo du das gehatet hast? Keine Ahnung, aber ich hab's gehört und es war richtig so. Ich wollte es nach 5 Sekunden nicht mehr hören, mach das weg oder das interessiert mich, war einfach so zu. Das hat mich überhaupt nicht gebockt. So. Und mit der Zeit, ich habe da auch irgendwann mal so einen Facebook-Post verfasst, wo ich das auch geschrieben habe. Irgendwann habe ich dann einen Song gehört, wo ich dachte, oh, okay, der geht schon. So, weißt du? Und dann hat sich, sage ich mal, dieses Versperrte, so einen kleinen Schlitz geöffnet. Oft ist das ja so, wenn man alleine aufhört, sich dagegen hardcore zu wehren und einfach so sagt, so, okay, ich bin jetzt einfach mal offen dafür. Ich bin generell immer offen, so. Aber es hat mir einfach nicht gefallen. So. Ja, klar, hat eine Weile gedauert. Du sagst dann, ich mag das nicht, dann magst du das nicht. Ich kann mich erinnern, ich war mit einem Freund im Auto, und Caris war ganz neu so und der hat mir das gezeigt. Ich hab gesagt, Alter, was ist das für ein Dreck? Was ist das für ein Scheiß, Alter? Das ist kein Rap. Lass mich in Ruhe damit, so, weißt du? Und Zeit verging. Digga, ich war auf einmal irgendwann, also jetzt, wir reden nicht von Tagen und Wochen, sondern Monate oder vielleicht auch, weiß ich nicht, ein Jahr, zwei sind vergangen und ich habe immer mehr okay, das gefällt mir, der Vibe ist krass, das marschiert aber hart nach, was für ein Druck das hat. Irgendwann, Digga, war ich einfach Caris Fan und habe darüber gelacht, dass ich irgendwann gesagt habe, Digga, was ist das für ein Müll? Und habe dem Typen, dem ich das gesagt habe, den habe ich vor ein paar Wochen auch gesehen, liebe Grüße an Tom, habe ich gesagt, weißt du doch, als ich gesagt habe, was ein Dreck Caris ist, jetzt feiere ich den Tod, habe ich gesagt. Weißt du? Und so kann es kommen. Man muss halt einfach nur ehrlich damit umgehen. So, wenn du diese einen Stock im Arsch hast und sagst, nee, ich habe den jetzt gehatet, jetzt kann ich nicht mehr sagen, dass ich den feiere, dann hast du halt ein Problem. Bei mir war es so, ich mochte das nicht und irgendwann habe ich gesagt, okay, geil, ich mag das. Aber ganz früher, mein Horizont, es ist ja auch eine musikalische Horizontfrage. So. Wie weit bist du bereit, etwas aufzunehmen zu verdauen, so, weißt du? Ganz früher konnte ich einfach auch kein Synthi-Beat vertragen, so. Zu den ganz, ganz früheren Zeiten war für mich ein Beat, wo kein Sample, der analog und mit Organen, Instrumenten gespielt war, einfach scheiße. Und irgendwann hat sich mein Geist und mein musikalischer Horizont auch dem geöffnet und dann fand ich auch ein Synthi-Beat geil. Und heute denke ich mir, Alter, eigentlich ist alles scheißegal. Synthi, Münthi, Autotune, Mautotune, Sample oder nicht. Ist es geil, gefällt es mir, wenn nicht, dann nicht. Und so einfach ist es. Aber dieses Dogmatische und Regeln und so, ich habe mich davon sehr befreit. So. Ich war früher selber ein ganz krasser Hip-Hop-Polizist und ich halte davon absoluten Abstand. Ich bin absolut frei in meiner Wahrnehmung, was Musik betrifft. Und noch früher zurück war ich sogar so beschränkt, dass ich alles, wo Gesang drin war, gehatet habe. So, oh nee, das ist mir zu soft, das ist mir zu wack, das ist mir zu sellout. Aber ich habe mich halt entwickelt. Ich bin älter geworden, ich bin reifer geworden, mein musikalischer Horizont ist breiter geworden und ich bin nicht an dem Punkt stehen geblieben. So. Und mittlerweile bin ich ein absoluter Riesenfan von Gesang. Sogar so weit, dass ich mir wünschte, ich könnte selber singen und nicht rappen, so, weißt du? Und dementsprechend ist natürlich Gesang? Auch,
egal, Gesang oder Autotune-Gesang, aber dementsprechend ist für mich Autotune ein unfassbar schönes Tool, weil ich habe viele Melodien und den Gesang in mir. Ich habe nur die Stimme nicht so gut zu singen, dass ich ein reiner Sänger wäre. Und da hilft mir Autotune sehr. Und ich muss sogar sagen, momentan feiere ich Autotune so sehr, dass wenn einer normal gut singt, feiere ich das. Aber ist da Autotune drauf, feiere ich das noch mehr. Also es ist nicht nur für mich so, dass ich sage, das ist jetzt ein Tool, damit ich meine, für Leute, die nicht singen meine können, schwachen Gesangskünste ja, einfach so, sage ich mal, hinkriege, sondern ich mag diesen Autotune-Effekt und diesen Klang von Autotune. Kann natürlich tatsächlich den Nachteil haben, von wegen, das klingt doch alles gleich, weil die Stimmen klingen natürlich nicht mehr so unterschiedlich wie sonst von drei Menschen vielleicht, wenn Autotune drauf ist, oder? Finde ich nicht. Es ist ja nur, also die Stimme ist ja immer noch hörbar, nur es ist dieser elektronische Effekt darauf. Und was die Leute auch immer denken, so, ah ja, Autotune, da kann ja jeder singen. Nein, mein Freund, das ist, du musst auf jeden Fall die Töne treffen, du musst diese Melodie auf jeden Fall kreieren und so weiter und so fort. Es ist nicht so, dass jeder ans Mic geht, du machst Autotune an und du kannst singen, so, bei weitem nicht. Ist auch krass, Alter, was man mit Autotune eigentlich alles machen kann. Als Autotune so anfing und das erstmal auch dann irgendwann diskutiert wurde, das war so die T-Pain-Zeit und so, ich weiß gar nicht, wann das war, Alter. Wann war das? Schon ein bisschen, 2008? Alter, ja, das war 9 Jahre her. Also es ist auf jeden Fall gefühlt voll lange her und da hat man auch so das Gefühl, ja gut, das ist jetzt gerade so der Style, nächsten Sommer ist das wieder out und heute klingt ja auch nichts mehr wie die alten T-Pain-Songs. Das hat mir aber meine Tante, als ich ein kleiner Bengel über Hip-Hop gesagt habe, ja, das ist jetzt in 2 Jahren, ist das wieder out. So. Ja, ich weiß. Das habe ich auch beim Elternsprechtag gehört, das Leben ist nicht nur Hip und Top. Vielleicht auch doch. ja, ist ja krass auch auf jeden Fall, wie sich Autotune entwickelt hat, ist so. Und viele Newcomer kommen dadurch aus, finde ich auch interessant. Frage ich mich dann auch immer, ob sich das dann lange hält. Da muss man natürlich auch gucken, ist das ein Zufall, wie man sich das bei Designer gefragt hat, weil du den meintest vorhin mit Panda, kann man sich das ja auch bei Deutschen fragen. Und man könnte jetzt ja sogar sagen, für die ist das natürlich auch ein Stück weit scheiße, wenn jetzt so ein alter Boss wie Azad auch sowas macht, ne? Warum? Jetzt müssen die sich gegen dich auch noch durchsetzen. Du nimmst denen ihr Spielzeug so ist das weg. Das Leben ist hart. sonst was Kritik an Trap angeht, warum das so ist. Zum einen ist ja vielleicht, du hast ja gesagt, du hast am Anfang selber gehatet, weil Leute dann sagen, da fehlt die Rap-Technik und so. Das ist, ja, also weiß ich nicht, ob das ein Argument ist, warum sie es haten, aber es ist natürlich auch Quatsch so. Also man braucht auf jeden Fall fast noch mehr Flow und technisches Gefühl, nee, Technik spielt nicht unbedingt eine Rolle so. Aber ich für meinen Teil, der ein absoluter Technik-Fanatiker und Freak war, habe auch da auf gar keinen Hunger mehr. Du brauchst mehr musikalisches Gefühl. Ich habe keinen Hunger auf Technik, ich brauche keine 18 Reime jetzt mehr. Also ich war voll der Fan davon, habe mich aber satt gegessen irgendwie davon. Ich brauche jetzt ein geiles Gefühl so, weißt du? Und das war zum Beispiel auch etwas, wo ich bei Next Level zum ersten Mal nicht so einen großen Wert drauf gelegt habe. Ich habe nicht geguckt, dass ich jetzt irgendwie 800 Reimketten hintereinander habe, sondern ich habe nur geguckt, ist das Feeling-Killer so, weißt du? Und ich glaube, dass ich deswegen auch sehr viel Spaß hatte. Und im Moment ist auch, wie gesagt, für mich das eine sehr spannende Phase und finde es auch selber für mich überraschend, dass ich nach all den Jahren, wo ich so ein Technik-Freak war, einfach oder auch so dieses Melancholische so lieb hatte, weißt du, was ich meine? Das im Moment so, ne, ich bin voll satt. Lass mich echt in Ruhe mit melancholischen Sachen und ja, ob du jetzt 18 Reime auf einmal in 2 Sätzen hast oder 58 oder nur 3, bockt mich gar nicht. Solange mich das catcht und das Feeling geil ist, ist für mich alles cool, so, weißt du? Eine Sache haben wir noch nicht besprochen, die vielleicht Trap ausmacht und die auch zu dazu führt, dass nicht jeder Fan direkt total begeistert ist, wenn er hört, dass Azad jetzt Trap macht, Inhalt. Weil ich denke, das, wofür dich die Fans feiern, wo ich auch vorhin gesagt habe, die richtig fanatische Fans sind und so, oder auch all die Rapper, die dir Props geben, ja, was weiß ich, gefühlt alle, keine Ahnung, Kurdo, PA Sports, keine Ahnung, also die feiern dich ja für die Sachen, die du sagst, die feiern dich für Inhalt. Und Inhalt bringt man normalerweise auch nicht unbedingt mit Trap zusammen. So. Meistens nicht, gibt's aber auch, feiere ich auch sehr. Zum Beispiel? Muss aber nicht sein, also mir fällt zum Beispiel Animus ein, also Animus hat bei mehreren Sachen wirklich das auch verbunden. Trap Animus und ist auf deinem Inhalt. Album und hat einen sehr brutalen Part super, übrigens da drauf, der auch zu dem Thema, ob Technik und Trap nicht zusammenpasst. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Beat war, aber technisch ist das auf jeden Fall Hardcore, was er da macht. Also so. Flow vor allem. Ja. Ne? Also nicht die Reimtechnik, sondern die Flows. So. Also er sagte auch über meinen Part, Digga,
das sind einfach 10 Flows im Zwei-Takte-Abstand. So zwei Takte, der Flow, dann der Flow, dann der Flow, dann der Flow. Dann, der hat gesagt, in deinem Parts mehr Flow als bei manchen Rappern auf dem ganzen Album. So, weißt du? Ja, auch absolut brutal. Beast Mode habe ich sehr, sehr gefeiert und Animus sowieso ein sehr, sehr starker Rapper und auch der Part, den er auf meinem Album hat, ist ein richtig Brett-Part geworden. So. Manuel ist ja auch drauf. Manuel ist auch drauf. Der singt klassisch. Genau. Auch hat er nicht Autotune drauf? Doch. Ja, auch? Ja. Ich habe sowieso bei allen drauf bestanden. Autotune muss. Hast du eigentlich mit den Jungs viel zu tun? Also Animus und Manuel sind ja auch Kollegen und so. Du hast beide drauf. Man sieht sich nicht oft. So, leider sieht man sich nicht oft. Das liegt natürlich auch daran, dass wir einfach nicht in derselben Stadt wohnen. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn wir uns sehen. Cool. Aber zurück zum Inhalt. Da habe ich dich jetzt unterbrochen, genau, weil ich kurz Animus-Props geben wollte, ja, weil mir auch viel einfiel, dass der Part ja voll brutal ist. Ja, es ist, also du sagst, man bringt es nicht zwingend in Verbindung, es ist aber machbar so, aber es ist kein Muss so. Wie kannst gesagt, du nicht Französisch, weil du sagst, du feierst Caris zum Beispiel. Ich frage mich gerade, hat der eigentlich Inhalt in seinen Sachen dann? So gut kann ich es nicht. Ich verstehe ein bisschen, aber nicht so, dass ich alles auseinandernehmen kann. So. Und wie würdest du das bei dir mit dem Inhalt auf dem Album sagen? Ist der weniger als sonst? Anders, würde ich sagen. So. Es ist, wenn du das Wort Inhalt in den Raum wirfst, hat man ja sofort im Kopf diepe Texte und so. Ne? Also ah, ja, Inhalt genau, ist aber nicht nur dieper Text. So. Aber in der Hinsicht nicht wie bei anderen Alben. Wollte ich auch nicht. Ich wollte nicht, das war nicht was ich angestrebt habe, super deep zu gehen. So. Weil das geht dann auch automatisch meist in eine melancholische, zum Beispiel der Song Die Sonne scheint auf mich. Ist ein Song mit Inhalt, aber ist nicht so deep, Herzschmerz und ich erzähle jetzt wirklich mit Poesie und tralala, irgendwie sowas. War nicht mein Anspruch und habe ich momentan auch keinen Bock drauf. Ich wollte wirklich ein Album machen, was du hörst und das Gefühl, was du hast, weißt du? Du fühlst es und hast richtig Spaß und es drückt und ich höre es rauf und runter, Digga. Also wirklich jeden einzelnen Song, den ich recorded habe, habe ich danach kaputt gehört. Einzeln, jeden einzelnen, wirklich Tag für Tag für Tag, Stunde um Stunde um Stunde und nochmal. Und ich musste mich zwingen, das Handy wegzulegen, um den Song nicht nochmal zu hören. Komm, einmal geht noch. So. Und, ich bin gespannt, was die Leute auch dazu sagen, was auch den Inhalt angeht. Weil ich glaube, dass vielleicht ist sogar das, auch wenn es immer nur darum geht, Trap und dann geht es darum, wie sind die Beats und wie sind die Flows und ist Autotune in der Hook oder wird gescratcht, so, weißt du? Weil der Raphic ja auch mal scratchen darf. Aber vielleicht wird es am Ende auch mit von diesen Hardcore-Azad-Fans halt eben auch am Inhalt einfach gemessen, ob wieder so Sprüche dabei kann sind, die sich danach tätowieren lassen oder nicht. Das kann jeder natürlich für sich entscheiden, woran er das bemisst, aber mir macht das Album einfach Spaß und das war das, was für mich das Wichtigste war. Ich wollte einfach ein Album machen, wo ich jeden Song feiere, ohne mit dem Kopf dran zu gehen, zu sagen, okay, jetzt wie viele Reime sind da? Ist da jetzt ein Wortspiel, das um 8 Ecken geht und ist das jetzt unfassbar poetisch tief? Das waren alles Sachen, auf die ich nicht so den größten Wert gelegt habe, sondern einfach nur das Gesamtbild wollte ich hören und so ein Grinsen im Gesicht haben und denken, Killer, ich feiere es, ich kriege Gänsehaut, ich will es nochmal hören, das haut mich um, das überfährt mich. Geil. Geh nach vorn mäßig. Ja. Aria, als ich mit ihm drüber gesprochen habe, meinte so, dass was mit den Hooks ja auch interessant ist, dass du da voll die verschiedenen Sachen drauf hast. Da habe ich mir gedacht, jo, da hat der Homie wie immer recht. Du hast jetzt den Manuel drauf, haben wir schon angesprochen, du hast eine Raff-Hook, damit macht man natürlich nie was verkehrt. Dann hast du eine Reggae-Hook. Genau. Von Scaramucci. Scaramucci, okay. Dreimal Carlo. Genau. Ja, also auch da gut viel verschiedene Sachen, weil einfach auch dieses Melodische und Hooks sind einfach bei Trap vielleicht noch wichtiger als sonst. Und dann hast du dir halt überlegt, okay, was mache ich da? Und bist da mal in die Vollen gegangen oder was? Also so überlegt habe ich da jetzt nicht so, dass ich mir einen Plan gemacht habe, sondern ich habe, wie ich vorhin schon gesagt habe, den Song gehört, gesagt, was höre ich da drauf? Okay, bei dem höre ich jetzt irgendwie Carlo drauf. Okay, Carlo, hast du Bock ins Studio zu kommen? Oh, wer könnte denn hier was machen? Oh, das mache ich selber. Und so weiter war das so. Jeder Song wurde einfach in dem Moment so ausgearbeitet, wie ich es gefühlt habe, wie es am coolsten für den Song ist. So. Und dass wir da jetzt Reggae Dancehall dabei haben, du hast ja jetzt auch parallel gerade auch
wieder am Start ist. Habe ich ja auch schon früher gemacht, mochte ich ja auch. Habe ja damals mit Capleton die Hook gemacht. Gentleman hat schon mal eine Killer-Hook gemacht für mich. Also da bin ich ja auch schon immer Fan von gewesen. War ja lange Zeit weg, ist auch jetzt wieder am Start. Genau, damals hat auch ein Bounty-Killer oder so bei den Amis. Ne? Das war ja nicht so, also ein Hip-Hop-DJ hatte Dancehall-Platten in seiner Plattenkiste irgendwo. So, weil zwischenzeitlich halt nicht so passt. Aber jetzt auch ganz gut zu Trap auch. Ne? Das passt irgendwie zusammen. Genau. So. Das ist ja nicht der, der aus der Reihe fällt, von wegen jetzt kommt der Reggae-Track von Azaz, sondern das passt da voll rein, ist halt eine weitere geile Hook. Von dem Song mit Bones und Ruff gab es ja auch mal so ein Video, was gepostet wurde, glaube ich schon im Februar oder so, von den Aufnahmen. Wie lief das? Wo habt ihr aufgenommen? Was ging da ab? Boah, muss ich auch sagen, echt unfassbar coole Aktion von den Jungs gewesen. Die sind aus Brasilien wiedergekommen, waren einen Tag in Frankfurt und am nächsten Tag in Tokio. So. Und dann haben die sich wirklich die Zeit genommen und im Hotel den Song gemacht. Und dann haben die habe ich gemeint, ja, so wie morgen, ja, okay, komm mal vorbei. Da und da in dem Hotel. Ich klopfe an die Tür und höre schon aus dem Zimmer so übertrieben laut irgendeinen Song. Oh, Alter, das hört sich ja geil an. Klopf an, ah, alles klar, Tür geht auf, wie geht's? Boah, boah, boah. Wir chillen, reden ein bisschen, der Song läuft. Ich, Alter, krasser Song, ist das ein neuer Song von euch? Sagt er, nee, das ist der Song, den wir für dich gemacht haben. Ich so, echt, boah, wow, übergeil, Maschine, der Song. So. Also wirklich sehr fasziniert, wie effizient, wie schnell in einem Hotelzimmer, also wirklich überall arbeiten und wie cool, dass sie sich auch die Zeit genommen haben zwischen diesen ganzen stressigen Terminen. Noch bevor du ankommen konntest, hatte Raff schon einen Beat gemacht und die hatten schon deinen Albumsong schon fertig. Einen Beat gemacht, sag ich, übertriebenes Brett habe ich gemacht. Alter, krass, also wirklich Hut ab vor den Jungs, wirklich. Ganz, ganz coole Jungs und auch sehr, sehr große Musiker. Hast du eigentlich selber mitproduziert in dem Album? Bei ein, zwei Songs war ich mit dabei, habe dann hier die Drums eingespielt bei einem Song und bei dem anderen den Sample ausgesucht, aber nicht mehr als das. Okay, was andere deutsche Rapper angeht, habe ich vorhin schon angesprochen, dass viele Leute dich halt als jemanden sehen, als so ein Abi, wo sie die Musik schon in der Jugend gehört haben und so. Animus hat auch mal gesagt, dass du ein Wunschfeature von ihm wärst, jetzt ist er bei dir drauf. Bist du auch auf Beast Mode 3? Darf man das überhaupt sagen dann? Keine Ahnung. Bis jetzt nicht, ne, weiß ich nicht. Wer weiß, also, aber Animus kann ja mal fragen. Ich würde mich freuen, natürlich, jederzeit, sehr gerne, aber bis jetzt ist da noch nichts und es war mir wirklich eine Freude, mit ihm den Song zu machen. Ich wusste natürlich auch von diesem Statement von ihm und umso mehr hat es mich gefreut, ihm den Platz auf meinem Album auch zu geben. Okay, wir wurden kurz von einem leeren Akku unterbrochen. Wir waren bei anderen Rappern, die dir Props geben. Du bist doch auf dem PA Sports Album beispielsweise drauf. Er ist auch so jemand, wo man auch so ein bisschen merkt, der führt so deine Tradition vielleicht auch fort und so weiter und so fort. Respekt an PA. Wer ist eigentlich von all den Rappern, die dir irgendwann mal Props gegeben haben, öffentlich in Interviews oder auch privat, wenn ihr euch gesehen habt, was war da so am krassesten für dich oder am überraschendsten? Gab es das auch? Weil ich meine, wenn man sich Pierre anhört, dann denkt man sich, also der klingt nicht wie Azad, aber dann denkt man sich so, okay, so das, was ein Azad damals angefangen hat, wie der Straßenrap definiert hat, am Anfang, als du deutschen Straßenrap quasi geschaffen hast, davon eine neuere Version, eine andere Version ist PA Sports. Das passt zusammen. Gab es irgendwelche Sachen, die voll überraschend waren, wo dir einer mal so Props gegeben hat? Oder was dich einfach aus irgendwelchen Gründen voll gefreut hat am meisten? Also gefreut hat am meisten, fällt mir nichts ein. Ich freue mich natürlich immer und bin immer dankbar und geehrt, wenn mir jemand Props gibt, ob er jetzt ein großer Name oder ein unbekannter Name ist. Das spielt da wenig, also keine große Rolle. Fällt mir spontan nicht ein. Also überraschend gibt es schon natürlich, dass so zum Beispiel mal bei irgendeinem Konzert war Materia und hat sich den ganzen Auftritt irgendwie an der Seite von der Bühne angeguckt und auch mal geäußert, dass er das feiert, so wo ich jetzt nicht gedacht hätte, weil es natürlich so die Parallele in der Musik nicht unbedingt hörbar ist. Da gab es schon einige, aber ja, so in aller Bescheidenheit haben mir schon so gut wie alle ihre Props irgendwo gegeben und nicht schlecht, nicht schlecht. Wie siehst du denn als Straßenraps über Abi eigentlich gerade so die Situation in Deutschland? Das hatte ich auch in Fanfragen drin. Ich dachte mir schon, ob ich dich drauf anspreche. Da habe ich Fanfragen geguckt. Da waren auch ein paar Leute, die gesagt haben, Azad muss mal auf den Tisch hauen. Der muss mal ein Machtwort sprechen. So, jetzt gerade zum Beispiel kamen die Aussagen von Manuelsen mit Bushido, wenn ich den sehe, haue ich dem eine Machete in den Kopf und sowas. Und
zweimal hatten wir jetzt Schießereien, wo es um Rapper-Beteiligungen ging und so weiter. Und das häuft sich alles so ein bisschen und man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass es, ja, keine Ahnung, es gibt immer mehr Rücken, es gibt immer mehr krasse Leute, die irgendwo was mit Rap zu tun haben und dass da so eine gewisse Eskalation da ist. Wie siehst du das als jemand, der voll Rap und voll Straße ist und sehr, sehr viele Jahre jetzt miterobert hat, mitgekriegt hat? Findest du es krass überhaupt im Moment? Siehst du eine Eskalation oder denkst du, Digga, was wollt ihr? Natürlich ist es krasser als früher geworden. Also früher, ich sag mal, hättest du jetzt vor 10 Jahren darüber geredet, dass Schießereien stattfinden, hättest du das für utopisch gehalten. Oder das stand immer so im Raum, so oh, stell dir vor, irgendwann endet das so weit, dass es das stand Schießerei im Raum, als Gangster-Rap losging. So, ja. Aber jetzt ist es ja Fakt und natürlich ist es absolut schade und traurig, dass es so ist. So, das kann man in keinster Weise befürworten, aber das hat nichts meiner Meinung nach mit dem Hip-Hop-Kosmos zu tun, sondern mit der Welt, die einfach sich verändert. So, wenn ich zum Beispiel in der Hood bei uns sehe, wird alles härter. So. Ja. Die Welt wird, sage ich mal, so unsere Welt zumindest, wird härter. Und die Hemmschwellen werden in allen Bereichen kleiner. Ob es jetzt die Drogen sind, die immer härter werden, ob es jetzt der Umgang mit Waffen ist, der immer natürlicher wird, so, weißt du, oder auch, dass einfach Schafe immer mehr im Umlauf sind als früher. Früher war es klar, dass wenn es Hektik gab, gab es einen Faustkampf, so, dann hat man sich auch Mann gegen Mann, Einzelkampf, diese Worte gibt es heute gar nicht mehr. Heute, wenn du irgendwo hingehst, sagst, ja gut, dann willst du mir auf die Eier gehen, dann komm her, ich fick dich, Mann gegen Mann. Dann gucken sich die Leute an, was für Mann gegen Mann. Wenn der sich mit dir fetzt, gehen wir zu 20 auf dich drauf. Das ist Standard geworden. So, früher gab es diese so gewisse Kodexe, so, weißt du, so, okay, du hast Hektik mit dem, gut, gibt euch. Wir gucken, dass keiner sich einmischt, so, weißt du. Das ist nicht mehr, vieles ist verloren gegangen. Die Gefick-Mentalität ist viel größer geworden. Bist du sicher, dass auch das bei so, mir selber. Man sagt doch immer so, dass vielleicht auch, weißt du, dass die Leute seit Aristoteles immer sagen, die Jugend wird immer krasser und dass, was weiß ich, die Kids in der 9. Klasse sagen, die in der 5. Klasse sind ja viel krasser, die haben ja alle einen Arsch auf und so. Ist das also einfach so ein psychologischer Fehldings ist, dass man so meint, alles würde immer krasser. Ich meine, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel sagst, die Drogen. Ich sehe es mit meinen Augen so. Ja, also auch wenn du versuchst, dich nicht von irgendwas blenden oder verzerren zu lassen, meinst du einfach, wenn du zurückdenkst, war das damals nicht so krass? Weil ich meine, du musst es wissen, Alter, du hast war es mitgekriegt. Nicht. War es nicht. Und also, Drogen, du sagst, also okay, also Moment, es fängt ist ja schon bei Schimpfwörtern an. Früher war das Wort Hurensohn ein sehr sensibles Wort, womit mit sehr viel Vorsicht umgegangen wurde, weil man definitiv etwas passiert ist, wenn das Wort gefallen ist. Und jeder, der dieses Wort ausgesprochen hat, war sich absolut im Klaren, jetzt gebe ich einen Fick auf alles, jetzt bin ich bereit für alles, jetzt spreche ich dieses Wort aus und stehe dann in den Startlöchern für Krieg. So. Heutzutage ist es so wie, was geht ab? So, weißt du, ja, ich meine, geht. So überschwitzt gesagt. Ja. So, die Kiddies nennen sich im Spaß Hurensohn. Das war für uns, die aus dieser Generation kommen, wo das so war, erstmal schockierend, was sind das für Idioten, Alter? Was sind das für Opfer, die sich im Spaß Hurensohn nennen? So, das war für uns erstmal Schockmodus, aber es ist gang und gäbe geworden. Du läufst auf der Straße, die lachen und machen im Spaß, der Hurensohn, gib mal her das Wasser, du Hurensohn, fuck nicht ab. So, wo du denkst, sind die alle Chicken geworden, aber es ist tatsächlich so. Und genauso wie da die Hemmschwelle gefallen ist mit Schimpfworten, das ist ja jetzt so ein kleines Level, ist halt in allen anderen Bereichen das genauso gefallen. Hast du denn? Dass eine Knarre unterm T-Shirt ist viel öfter der Fall, dass diese Knarre nicht nur unter dem T-Shirt ist, sondern auch gezogen wird, ist öfter der Fall, dass diese auch benutzt wird, wenn sie gezogen wird, dass zugestochen wird, dass die Hemmschwelle ist einfach viel, viel geringer. Ist das jetzt die Rap-Welt oder ist das Straße? Ich oder rede beides? Von der Straße. Also ich kann mich an früher an zwei Vorfälle erinnern, wo Kugeln geflogen sind, auch in meinem Beisein, aber heutzutage höre ich das viel öfter oder auch, dass enge Freunde von mir wegen Streitigkeiten abgestochen werden. So. A hat B, Hektik mit B, wegen nichts Großem so. Zack, 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 der eine sticht den anderen 4-mal in die Brust so, weißt? Und er entgeht knapp dem Tod. Das sind Sachen, die leider jetzt öfter passieren, die damals Rarität waren. So. Weißt du, was ich meine? Okay. Und das überträgt sich halt, diese
Mentalität überträgt sich, die hast du in dir, wenn du auf der Straße lebst, weil du lebst in dieser Welt und wenn du dann zufällig, sage ich mal, rappst und dann in irgendeiner Form Hektik hast, bist du ja, hast du ja diese Mentalität von der Straße auch in dir und überträgst es dann auch automatisch in all deine Lebensbereiche. Das heißt, wenn du dann Hektik mit einem hast, dann bist du der Mann, der du bist, der du auf der Straße bist. Und wenn du da bereit bist, dafür das zu machen, bist du es sowieso dann. Egal in welcher Lebenslage du bist. Und was der Auslöser ist, das wird ja eh immer beknackter so. Also damals war ohne Spaß, sage ich dir, ne, ist eine Schießerei daraus entstanden, in meinem Beisein, weil der eine in einem frechen Ton zum anderen gesagt hat, mach mal das Fenster zu. Weißt okay. du? Und ja. diese Mentalität verstärkt sich, wird immer größer, verbreitet sich und dann passiert das halt auch in der Rap-Welt so, weißt du? Was einfach unfassbar scheiße ist so. Das kann man natürlich nicht alles ändern, aber man kann natürlich seine Sachen dazu sagen. Natürlich. Man kann, in Hip-Hop haben natürlich. Wir mehr in der Hand als auf der Welt, Alter. Natürlich. So, weißt du, vielleicht wird Deutschland von Angela Merkel regiert, aber wer regiert deutschen Straßenrap? Ja, vielleicht Azad. Weißt Nein, du? Digga, ich regiere nicht deutschen Straßenrap. So, ich bin ein Rapper und ich stehe für das, was ich mache und ich kann nur dafür gerade stehen. Ich kann auch jetzt nicht, also ich habe nicht den Einfluss, irgendwelchen anderen Straßenrappern zu sagen, so, guck mal hier, ich bin jetzt der Abi von Straßenrap, ihr macht jetzt alle, was ich sage. Es ist ja logisch, dass das nicht der Fall ist. Ich kann nur meine Meinung sagen, und aber im Endeffekt muss jeder für sich das mit seinem Herzen ausmachen, so, weißt du. Ob du jetzt sagst, okay, ich baller dem in den Kopf, dafür ist mir scheißegal, weil das und das passiert ist, das ist halt eine andere Sache, so. Und da musst du vor anderen Instanzen gerade stehen dafür, nicht vor Azad, weißt du so. Wird das deine Musik beeinflussen? Je nachdem, wie es sich jetzt auch weiterentwickelt und so. Wir haben zum Beispiel gerade Spaß daran gehabt, an deiner Zahl Tarkuk, die sehr gewalttätig und sehr stumpf ist und sehr geil. So, und das macht Bock, auf jeden Fall. So. Und das ist auch erst keine komplette Fiction. Das ist nicht dein normaler Dienstagnachmittag, was du auf Zahltag beschreibst, hoffentlich. Aber das ist ja jetzt auch nicht alter Final Fantasy mäßig. So, glaubst du, gut, den Song hast du wahrscheinlich nicht gestern geschrieben, aber glaubst du so, dass du vielleicht dir dann auch irgendwann überlegst, was kann man eigentlich machen und wie kommt das eigentlich an und zu was führt das und so weiter und so fort? Also ich muss auch zugestehen, ne? So wie ich es vorhin beschrieben habe, ist es auch zu einem Teil bei mir. Auch meine Gipfig-Mentalität ist gestiegen. So, weißt du? Hast du vorhin also, gesagt, ja, okay. Ich muss da auch ehrlich mich selber, also auch in den Spiegel gucken, ne? So wie Michael Jackson, der Mann im Spiegel, so bei dem muss ich ja auch anfangen und sagen, ja, ich gebe auch immer mehr einen Fick, so, ist so. Und ich habe auch eine kaputte Seite, so, weißt du, aber ich bin im Großen und Ganzen ein vernünftiger Mensch mit einem sehr großen Herzen, aber die kaputte Seite ist trotzdem da, aber die halte ich natürlich auf jeden Fall auch im Zaum, was aber hauptsächlich durch meine Vernunft passiert, so, weißt du? Mhm. Und ich drücke aber auch meine kaputte Seite auch in der Musik aus, so. Ne? Kaputtheit ist in jedem und eine dunkle Seite hat jeder Mensch so. Das haben auch schon irgendwelche Philosophen und Psychologen gesagt, eine dunkle Seite herrscht in jedem Menschen. Ich drücke diese dunkle Seite in meiner Kunst auch aus so, weil ich mich da auch nicht selber zensiere und auch manchmal, es gibt auch einen Konflikt manchmal mit mir selber, wo ich manchmal dann zu der vernünftigeren Seite tendiere und sage, Digga, das kannst du jetzt nicht sagen, hör auf, mach das nicht, das ist nicht korrekt. Mhm. Und dann gibt es wieder einen Moment, wo ich sage, ach, fick drauf, ich hab Bock, das jetzt zu sagen, weil ich das so fühle und ich drück's jetzt einfach aus. So. Und in mir schlagen auch zwei Herzen und Gut und Böse ist auch in mir drin und ich bin auch kein Engel, so, weißt du, und deswegen wirst du auch, also, oder zumindest jetzt hört man das auch in meiner Musik, wo wahrscheinlich auch viele wieder andere Azad-Texte nehmen und sich sagen, aber warte mal, du hast doch so und wieso jetzt so, weil beides in mir ist so, ich bin nicht immer nur
Bruder, mach cool und Ding. Bin ich auch sehr so, aber es gibt auch Momente, wo ich sage, ich fick auf alles so, weißt du, was ich meine? Und das kommt halt auch in meiner Musik vor so. Und da kommt auch jede Menge von vor. Ich weiß nicht, es ist natürlich immer ein Unterschied, ob es in der Musik vorkommt oder nicht, weil jetzt so meine letzte Woche, zwei oder die letzten 48 Stunden, womit ich mich beschäftigt habe, war unter anderem dass mein Interview mit Manuel rauskam, dass die Sache war, wie geht man jetzt damit um und was sagt man dazu, und ich auch einen Artikel nochmal geschrieben habe und so weiter, auch wegen den Aussagen, die Manuel auch in dem Interview mit mir gemacht hat, genauso wie bei Roos mit so, und dann, na, wir kriegen Leserbriefe oder so, dann liest man sich das durch, zieht sich das rein, und da gibt es auch Leute, die sagen, ihr müsst sowas zensieren oder bla, der darf überhaupt nichts, Manuelsen darf nichts mit Rap zu tun haben, ich bin, okay, Manuelsen nichts mit Rap, okay, so, weißt du, wegen diesen Sachen, und ich verstehe auch die Kritik daran, dass dann so, ja, vorher war das nicht so, da ist alles anders und bla. Und ich mir, okay, jetzt bereite ich Azad-Interview für, cool, mach dein Album rein, feier das ab, hör mir Zahltag an und denk mir, okay, das, was er auf Zahltag gerade erzählt, ist genau das, was Manuelsen gerade in dem Interview gesagt hat. Und die gleichen Leute würden sagen, ja, Azad, der ist real, Alter, der ist Breakdance, chicke chicke scratchen, Alter, weißt du? Aber jetzt diese Eskalation mit Manuelsen geht ja gar nicht. Es ist natürlich ein anderer Film, weil... Gut, vielleicht haben diese Leute Zahltag von mir noch nicht gehört und würden dann Aber das ist ja doch nicht so, als hättest du bisher irgendwie immer so mit Blümchenkette um Hals im Kreis getanzt auf deinen Alben, Alter. Also, das ja, aber vielleicht war die Waage etwas stärker in die andere Richtung auch mal gewesen. Und jetzt ist sie gerade vielleicht in einem Moment, wo sie mal ein bisschen wieder in die entgegengesetzte Richtung geht. So. Dicke, wer sind wir, wer seid ihr, über irgendwen zu richten? So, weißt du? Wer bin ich zu sagen, Alter, Toxic? Was soll das, was du machst, und mach so, mach so, mach so. Mhm. Wer ist der Typ, der hinter der, also an dem Bildschirm sitzt und sagt, ey, Manuelsen, das ist seine Emotion. Klar, es ist natürlich eine sehr harte Aussage, aber er ist auch ein Mensch, der Gefühle hat und emotional ist, und andere haben diese Emotionen in ihm geweckt, ihn verletzt, dass er in dem Moment ausbricht. Wir sind alle nur Menschen, Dicker. Jeder hat seine Momente, wo gewisse Emotionen einfach auch mal ausbrechen. Und Musik ist nichts anderes als Emotionen. Und ich fände es nicht richtig, zu zensieren und zu unterdrücken. Ich glaube, dass daraus noch viel Explosiveres entsteht. Und dass, wenn man Sachen zwingt, oder zensiert und unterdrückt, dass sie dann erst recht brodeln und dann kein Ventil finden und dann erst zum Platzen bringen können. Dazu ist vielleicht Musik gar nicht so ein schlechtes Ventil. Manchmal auch diese dunkle Seite oder auch diese Wut, auch die man hat, die ja auch eine Emotion ist, die ja auch ihre Berechtigung hat, irgendwie ausgedrückt werden zu können, so, weißt du? Warum darf ich denn in Musik nur Liebe ausdrücken, und warum darf ich nur Freude ausdrücken? Warum darf ich nicht auch Wut und Trauer und Schmerz ausdrücken? Warum darf ich nicht all meine Emotionen ausdrücken? Und genauso wie ein Popsong, der einfach bis ins Tode trieft und schmalzig ist vor Liebeserklärung, warum darf ich auch nicht meine Wut bis zum Äußersten ausdrücken, solange ich es nur in der Musik mache, so, weißt du, was ich meine? Ja, und, oder in einem Interview oder was weiß ich wo, so, weißt du? Also klar, es darf auf jeden Fall nicht passieren, dass es zur Realität wird, aber wenn wir ehrlich sind, so sehe ich das, gibt es für jeden Menschen einen Punkt, wo du sagst, jetzt ist mir alles scheißegal. Wenn ich an deine Familie gehe, wenn ich irgendwo, also jeder hat diesen Punkt, diese Grenze, wo er sagt, guck mal, ab hier wird dieser liebe, nette Toxic zu einem Monster und zu einem Biest. Das hat jeder Mensch in sich, so, weißt du? Und es wäre Betrug oder gelogen zu sagen, dass das nicht so ist. Alle Menschen sind Heilige oder diese Art von Mensch ist Heilige und diese sind böse. Das ist alles Quatsch. Jeder hat das in sich, so, weißt du? Und jeder hat seine Grenzen. Der andere höher, der andere niedriger. Aber jeder hat diesen Punkt, wo er sagt, guck mal, bis hierhin, alles schön easy. Ab hier, Dicker, ist mir alles scheißegal.
Ja, ist es wichtig, klar zu machen, dass es keinen Sinn, weißt du, du hast vorhin gesagt, manchmal ein Streit um, wie jemand dem anderen sagt, bitte mach das Fenster zu, ohne Bitte halt. Weißt du, Ja, hat das schon meine zu ich, das ist Schieße natürlich ein reingeführt. extremes Ja, so natürlich. Beispiel, so, Deshalb wo ist du es auch auch immer sagst, wieder Digga, wichtig, zum 150. klingt schon Mal. fast wie ein Witz, wenn man das erzählt. Ja, aber ist halt nicht Ist witzig. Und leider nicht so. das Offensichtliche zu sagen, muss man dann vielleicht auch 175.000 Mal sagen, Alter. Das Alter, Gewalt fickt andere Leben und fickt auch dein eigenes Ja, Leben. das ist so. Weil, weißt du, wenn du am Ende im Knast sitzt Das und dir ist überlegst, so, warum das habe ich ist das so. gemacht? Weil der mir unfreundlich gesagt hat, ich soll Ja, das Fenster zumachen. genau. Herzlichen Glückwunsch, Alter, weißt du? Es So, ist deine auch so, Mutter dass sitzt die zu Hause meisten es oder. dann auch bereuen, So. Digga. Ja. Ich kenne sehr viele Leute, die im Knast sind. Und es ist wirklich so, dass die allermeisten das bereuen und sich sagen, was ein Depp ich war. Warum habe ich das gemacht? Ich habe mich gefickt, ich habe meine Familie traurig gemacht, dies und das. Na klar, wenn das dieser Extremfall ist, jemand will deine Familie angreifen, dann wirst du nicht im Knast sitzen und sagen, ich bereue das, weil du hast natürlich dein Blut verteidigt, deine Familie verteidigt, das ist was anderes. Aber in den meisten Fällen ist es ja nicht das. Es sind ja so, jetzt nicht ganz so überspitzt wie diese Mach mal Fenster zu Geschichte, Ja. aber oft ist Aber auch es nicht so, viel dass man mehr. da sitzt im Knast Ah. und sich denkt, Alter, warum ist meine Sicherung durchgebrannt, so weißt du? Ja, oder Sachen fangen halt mit kleinem Bullshit an und werden dann immer größer, so, weißt du? Und am Ende, Also, gerade wenn es darum geht, wer wen irgendwie, weißt du, wenn es um Ehre und Respekt oder sonst was geht, Alter, ist es oft der eigentliche Anlass totaler Schwachsinn. So, weißt du? Oder? Also, wenn die meisten ehrlich sind, haben die doch von 10 Boxereien, wie viele gingen um Sachen, die so wichtig waren, dass es das wirklich wert war? meistens, also so, das, was ich sehe, meistens ist es Frust, den du in dir hast, verstehst du? Wegen irgendwelchen Umständen, in denen du oder deine Familie lebt, in misslichen Lagen, und diese Frustschichten stauen sich auf. Und irgendwann ist kein Platz mehr in dir vor Schichten. Und du brauchst ein Ventil, du gehst raus, du säufst. Viele sehe ich wirklich, ja. Viele Eskalationen fangen mit Alk an, sage ich ehrlich. Das, was ich sehe. Ne? Weil dann diese Sperre, wo du diese Schichten so zuhältst in dir drinne, aufgeht auf einmal so. Weil du sagst, okay, weißt du was, die sind dann besoffen. Und dann merkst du auf einmal, wie Aggressivität kommt. Und du guckst ihn an, denkst, Alter, du merkst richtig, dass es einfach dieser Frust in ihm ist, der raus will. So. Und mit Alk geht halt diese Barriere bei Ja, du vielen hast doch auf. So, zwei Dinger. weißt Du du? hast, das hast du ja vorhin selber gesagt. Du hast jeder Mensch hat seine Emotionen und sonst was. Und du hast bei dir selber gesagt, ja, aber ich habe auch meine Vernunft. Ich kann Sachen kontrollieren. Deshalb ist nicht jeden Dienstagnachmittag Zahltag. So, weißt du, das habe ich in mir. Das kann passieren, aber ich kann das auch kontrollieren durch Vernunft. Und wenn du dir eine Flasche Schnaps in den Kopf stellst, Wird dann schwer. liegt deine Vernunft besoffen in der Ecke. Ganz genau. Aber Wird das schwer. Und andere, dann deine wachst du auf Emotion und ist erst denkst, recht da. Alter, warum So. habe ich das nur gemacht? Ich Spasti, warum habe ich überhaupt gesoffen? Warum habe ich dies? Warum habe ich das so? Ist so. Warum habe ich gezogen? Ziehen auch, Digga. Es ist ja jetzt auch so, ne? Auch ein krasses Thema, sage ich dir ehrlich, ist natürlich Kokain so. Das ist so, alle paar Jahre habe ich das Gefühl, wird es so ein bisschen modern wieder und dann wissen viele nicht, oh ja, cool, komm, ein bisschen ziehen und so. Und plötzlich, man kann durch Koks wirklich sehr schnell sehr tief rutschen. So. Das kann ich hier nochmal wenigstens einmal gesagt haben. Vielleicht rette ich den einen oder anderen damit. Also, Koks ist kein Spaß. Koks ist wirklich kein Spaß. Also, Meinst da habe du, ich schon Koks ist sehr. von Anfang an kein Spaß oder meinst du, man muss Digga, eher ich habe vorsichtig mit der Grenze ganz sein? großen Respekt vor Koks, sage ich ehrlich. Ich habe so viele Menschen gesehen, die das sehr, sehr verändert hat und wo sehr viel Schlimmes passiert Aber ist. ist ja auch so ein Ding, Ich was so habe harmlos Respekt anfängt, ne? davor. Es ist ja nicht so, dass kommt ja keiner zu dir, also du musst dir ja nicht eine Spritze in den Arm rammen und liegst danach, Alter, wie so ein, weißt du, als wäre dein Gehirn rausgenommen worden, irgendwie in der Ecke rum und wachst auf, hast dich eingepisst, aber hast einen großen Spaß gehabt, so ist das ja nicht. Sondern, weißt du, ziehst halt eine Nase, so viel ändert sich erstmal auch nicht, kannst eine Flasche Schnaps mehr trinken als sonst, okay, bla, so. Fühlt sich gut, fühlt sich stark, hast auf Ja. einmal so eine Ja. Und ist ja nicht so, Selbstsicherheit, und Digga. dir fallen auch nicht am Nicht, dass nächsten. ich es wüsste, ich habe noch nie geguckt. Kann ich hier auch nochmal offen und ehrlich sagen. Ich hatte immer sehr, sehr viel Respekt davor, dass ich es nicht mal probieren wollte, weil ich gesagt habe, Alter, wer weiß, was aus diesem Probieren werden kann und irgendwann gefällt es mir vielleicht und ich mache mehr daraus und ich habe einfach in meinem Umfeld gesehen, was Koks anrichten kann und dadurch immer meinen Respektsabstand gehalten davon. So. Anstatt es drauf ankommen zu lassen, die Grenze auszutesten, bist du dann lieber direkt konsequent und sagst so, ey, Digga, den Film gebe ich mir einfach gar nicht. Gebe ich mir nicht. Verzichte Kiffen ich und auf die Erfahrung. so wissen ja auch viele, habe ich auch sehr viele Jahre gemacht und
ist eine andere Droge. Also ist ich es, habe nicht so viele Fälle gesehen, wo die Leute durchs Kiffen jetzt irgendwie extrem abgerutscht sind, gewalttätig geworden sind, sonst irgendwas. Ich habe genug Leute gesehen, die auch deutlich zu viel. Ja. Du bist eher gechillt. Das kann auch scheiße sein für dein eigenes Leben. Kann auch sehr gefährlich aber sein, du weil bringst ich habe niemand auch den einen um. Oder anderen gesehen, der wirklich durchs Kiffen Psychosen bekommen hat. Hm. Deswegen sollte, ist auch typabhängig so. Wenn du eh schon ein bisschen labil bist vielleicht oder eh schon ein bisschen so verwirrten Modus in dir merken, hast, ob du es verträgst. Ja. Kiffen und so auch in Ruhe am besten. Aber generell, sage ich mal, habe ich nicht so viele Leute so hart abkacken sehen wegen Kiffen wie wegen irgendwie Coca oder sowas. Weißt du? Oder auch scheiß Alkohol. Oder Alkohol, Digga. Definitiv, ist so. Kein Spaß. Okay, wir haben mit ernsten Themen aufgehört, Azad-mäßig. Okay, letzte Frage. Ich habe letztens gehört, dass Hafti hat, glaube ich, irgendwo gesagt, in 5 Jahren, vielleicht rappt er dann gar nicht mehr, eröffnet er irgendwo ein Steakhouse und macht sich ein gutes Leben und so weiter. Bin mal gespannt, habe ich mir dabei gedacht, ob er das in 5 Jahren immer noch so sieht oder ob er dann nicht vielleicht doch noch einfach rappt. Weißt du, man denkt sich immer, 5 Jahre ist so weit weg und oder in dem und dem Alter mache ich hab das ich und das schon. Und ja, so weiter. Ja, hab ich auch schon gehabt. Und hinterher sieht man das dann doch irgendwie wieder anders. Bin auch mal gespannt, ob ich hier noch mit 65 sitze, mit so grauem Bart. Und mal sehen, was dann für, und 17-jährige Interview am besten, die gerade irgendwie, weiß nicht was für Musik machen. Du hast schon gesagt, bei dir geht noch ein bisschen weiter und du bist gerade erst wieder richtig in Modus und du haust jetzt erstmal noch 3 Trap-Alben raus. Du gehst auf eine Tour, du spielst Festivals, Out for Fame bist du auf jeden Fall, ne? Und in den nächsten Jahren jedes Jahr ein Azad-Album. Und wenn alles so bleibt, wie es gerade aussieht, Trap. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt wieder extrem neuen Hunger und sehr viel Spaß dabei. So. Also, mir macht sehr viel Spaß und solange ich Spaß habe, gib ihm. So einfach kann es manchmal sein. Easy as that, so, weißt du? Ist, Spaß ist gesund, Brudi. Ich sag dir ehrlich, Spaß ist gesund, Lachen ist gesund. Und Hip-Hop macht mir sehr, sehr viel Spaß und solange das Spaß macht, gebe ich mir. Womit wir wieder am Anfang sind, wo das Gespräch noch nicht so ernst war. Next Level kommt am 21. Juli und man hört, dass Azad Spaß hat. Ne? Wir machen noch ein bisschen weiter, wir haben noch ein paar Fanfragen zu beantworten und so und vielleicht checken wir noch die Plattensammlung, mal sehen, was wir anschaffen. Fanfragismus. Bevor wir hier sticken. Wir machen erstmal den Ventilator an. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns bald wieder auf hiphop.de. Gebt euch Next Level und habt ein Herz für Trap.